Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 4. Es hat sich einiges getan. Wir sind lange, lange Zeit nicht hier gewesen. Es tut mir leid. Es tut mir leid, es tut mir leid. Oh Mann, ich bin doof immer. Weißt du, ich nehme immer nicht auf. Und wir haben anscheinend irgendwie eine Neuerung. Was ist denn das hier? Was heißt das? Ich habe doch keine Ahnung. Kriege ich das erklärt? Muss ich irgendwie... Warte mal, muss ich irgendwie was trinken? Ich hab doch keine Ahnung. Weil das eben rot war, deswegen frage ich. Habe ich da irgendwie jetzt... habe ich irgendwie Wasser? Ich glaube, ich habe kein Wasser, ne? Kann das sein? Ich habe kein Wasser. Okay, wir gucken einfach mal, was passiert, würde ich sagen. Wir können ja Schnee speichern, ne? Für Notfall. So, begonnen haben wir übrigens jetzt auch das DLC for Harbor gerade. Spielen wir aber noch nicht. Wir machen jetzt erstmal das, Roboter-DLC, würde ich sagen, zu Ende. Kopfjagd ist das gerade, ne? Hol die zweiten Raider, genau. Und weit weg sind zu Hause ist das Vorhaber-DLC. Das machen wir ein bisschen später, weil das ist, soll ein bisschen länger sein und dann sind wir gerade nicht hier in dieser Welt. Das heißt, wir können es nicht mal eben abbrechen oder nicht mal eben beenden und später weiterspielen. Deswegen werden wir das tatsächlich, wollen keine Schnellreise machen. Deswegen werden wir das tatsächlich dann wohl ein bisschen später spielen. Und ich würde sagen, wir machen mal ganz kurz eine Schnellreise. So, da sind wir. Wir müssen hier hin, wir müssen in diese Richtung. Okay. Ach, das war jetzt hier, wo wir die... hier haben wir die Power-Rüstung gefunden. Okay. Ja, nur, dass ich das auf jeden Fall dann noch weiß. Ne, da haben wir ja die Folge zwischendurch mal eben ein bisschen was anderes getan, weil ich geguckt habe, ne. Ist auch immer gut, würde ich sagen, wenn wir einfach mal so was gucken. Müssen wir nach da oben? Sieht gerade so ein bisschen so aus. Ich guck mal. Ich laufe einfach mal hoch, würde ich fast sagen. Ne. Vielleicht sollte ich auch mal eine Power-Rüstung mal anziehen, langsam. Vielleicht ist das manchmal momentan einfach besser, in Power-Rüstung rumzulaufen. Ich weiß es nicht. Was heißt die Anzeige unten rechts? Heißt das, dass wir das trinken müssen? Ich habe keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung. Gibt es das jetzt auch? Ich muss mich informieren. Es tut mir leid. Was haben wir hier? Ich gucke einfach mal. Würde ich fast sagen. Was haben wir hier? Was ist das hier? Patronen. Patronen sind immer gut. Patronen mag ich gerne. Oh, oh, schön. Nehmen wir alles mit, ne? Ist ja klar, da war noch ein Klo. Was haben wir hier noch? Ich schlage vor, wir nehmen so viel mit, wie wir tragen können. Das klage ich auch vor, wollte ich gerade sagen. Das schlage ich auch vor, auf jeden Fall. Das ist immer gut. So viel mitnehmen, wie man tragen kann. Was haben wir gerade aktiviert? Lassen wir es mal. Okay. Ist das ein Feind? Is it? Okay. Okay. Oh, das ist natürlich super. Dass ich dem absolut nirgendwo Schaden mache. Aua, aua. Mal nachladen. So, der ist weg. Okay, das ist ein bisschen bekloppter. Auf, Junge. Kann er laufen? Der kann gerade nicht laufen, oder was? Alter. Beklopptes Mistviech, du. Ich hätte davor vielleicht speichern sollen, ne? Kann das sein? Mal kurz irgendwie hier. Alter, ja, Alter. Boah, ey. Komm mal runter. Das ist alles gut. Irgendwas Kleineres, damit ich da irgendwie... Oh. Jetzt haut er ab, jetzt kann den ja nicht alleine lassen da. Moment. Habe ich hier irgendwie Raketenwerfer oder sowas? Mal ganz kurz gucken hier. Haben wir hier? Habe ich hier glaube ich nicht, ne? So. Okay, das ist auch nicht so geil. Das geht ganz gut. Huch. Speichern. Schnell speichern, schnell speichern. Sehr gut. Boah, Alter. Läuft auf jeden Fall. Was haben wir hier? Ein paar Sachen. Nehmen wir immer.
Okay, wir haben alle besiegt. Warte, hier ist noch irgendwo einer abgestürzt, ne? Wo ist das Fliegeteil denn hin? Da unten ist das Fliegeteil. Das nehmen wir auch nochmal kurz mit. So. Ich rede hier immer so dat und dies und ne und jenes. So. Ah, okay, hier haben wir. Ja. Radarpeilsender. Ich freue mich sehr. Jetzt müssen wir den... Was müssen wir jetzt machen? Ach, wahrscheinlich ihm hier wieder. Hey. Ich helfe gerne weiter, wenn ich kann. Hier, Ada. Ein leicht verbeulter, aber voll einsatzfähiger Radarpeilsender. Hervorragend. Mit etwas Glück hilft er uns, das Signal des Meckelns zu orten. Sehr schön. Wie genau bringt dieser Peilsender uns beim Orten des Signals des Mechanist weiter? Jeder Peilsender eines Robohirns hat eine eigene Verschlüsselung, damit man das Signal nicht zur Quelle zurückverfolgen kann. Wenn wir jedoch zwei weitere Peilsender hätten, sollte ich genug Daten haben, um den Code zu knacken. Sollte meine Theorie also stimmen, hilft uns dieser Peilsender, das Signal des Mechanist zu orten. Okay. Ich hoffe, das Ding ist den Ärger wert. Tut mir leid, wenn sie das Beschaffen der Komponente in Gefahr gebracht hat. Ich starte meine Entschlüsselungssubroutine, aber das könnte eine Weile dauern. In der Zwischenzeit habe ich ein weiteres Signal eines Robohirn-Peilsenders geortet. Das sollte der letzte sein, den sie beschaffen müssen. Sehr schön. Also, wo genau finde ich das letzte Robohirn? Ja, das wäre wohl hilfreich, nicht wahr? Falls meine Berechnung stimmt, kommt das Signal von... Oh, das ist nicht gut. Position bestätigt. Das Robohirn befindet sich bei der Satellitenstation Fort Hagen und damit in den Händen der Rust Devils. Rust Devils? Wer oder was sind die Rust Devils? Lassen Sie es mich erklären. Meine alte Karawane ist Ihnen begegnet, während wir den Fluss in die Stadt überquert haben. Die Rust Devils sind ein Haufen ruchloser Raider, die Roboter für ihre üblen Zwecke missbrauchen. Sie durchkämmen das Commonwealth nach uns Robotern. Was sie nicht fangen und umprogrammieren können, zerlegen sie in Einzelteile. Mir ist klar, dass sie für mich eine größere Gefahr sind als für sie. Ich wollte sie nur informieren. Nun, da das geklärt ist, ungeachtet dessen, was vor uns liegt, kann ich unterwegs problemlos weiter das Signal entschlüsseln. Sollen wir also aufbrechen? Natürlich. Auf geht's. Würde ich fast sagen, wie weit ist denn das? Mal gucken. Okay, das ist ja gleich hier. Das ist ja gar kein Problem für uns. Hier war doch gerade immer noch jemand. Das habe ich genau gesehen. Aber anscheinend jetzt gerade doch nicht mehr. Aha, weil ich habe noch Kisten. Mhm. Aha. Joa, das ist doch alles ganz schön. So, aber mehr ist hier dann auch wieder nicht. Na gut. Wollen wir wirklich sagen, mal losgehen. Das letzte Robohirn auf jeden Fall beschaffen. Hier ist, glaube ich, alles nicht so spannend, ne? Na gut, das ist ein Toter, ne, hier noch. Der liegt da, glaube ich, schon ein paar Tage länger. Na gut, dann würde ich sagen, wir gehen einfach mal hoch, oder? Was? So. Auf wen hast du da gerade geschossen? Sagt er mir nicht. Okay, na gut, dann gehen wir einfach weiter, würde ich fast sagen. Beschäftigen wir uns damit gar nicht erst weiter. Wir gehen einfach mal los. So. Lalalala. Nach dort oben. So. Lalalala. So. Ich sag so viel so. Alter Schwede. Okay, schnell speichern auf jeden Fall. War das hier? Ja. Was ist denn für einer? Hallo? Sagt, Oh. Heul doch. Schnell speichern. Ist immer gut. Ich auch. Vielleicht hätte ich mal was essen sollen vorher, kann das sein? Moment, ganz kurz hier Inventar.
Ich guck mal ganz kurz. Oh Gott, wie war nochmal Stimpak? Warte mal, habe ich dich einfach so eingesetzt? Ja. Sehr schön. Das weiß ich noch. So. Moment, wir gehen mal hier auf diese hier. Ich glaube, die ist vielleicht besser dafür. Oder einfach gleich hier drauf. Vielen Dank. Das sehe ich einfach mal genauso. Wir waren nochmal. Keine Ahnung, wie gerade Granaten waren. Schön, dass du so optimistisch bist. Okay, immer schon auf den Kopf. Ich laufe rüber und nehme einfach gleich schon mit. Ach gut, das wollte ich nicht. So. Ich speichere nochmal kurz zwischen. Wo ist er? Sag mal. So. Den Pack ist immer gut. So. Waren das etwa schon alle? Muss ich. Ist das echt schon alles hier gewesen? Oh. Na, das ist natürlich super. Hey. Hi. Kann ich dir noch was geben oder bist du voll? Wäre doof, wenn du voll bist. Kann nicht mehr tragen. Ah, oh, es ist ja super. Okay. Wie viel zu. Ich bin gar nicht mehr zu voll. Ah, sehr schön. Wir sind gar nicht mehr zu voll. Okay, das ist wunderschön. Das freut mich sehr. Okay, dann gehen wir mal weiter. Wir können nur leider nichts mehr aufheben. Das ist das große Problem bei der Sache. Da komme ich noch nicht rein. Wahrscheinlich muss ich von da oben irgendwo öffnen. Oder? Right away. Ach komm, den Rest brauchen wir nicht. Würde ich sagen. Kommen wir so da rein oder was? Kann ja sein, ne? Hier. Okay, Moment. Mal ganz anders hinsetzen. So. Sicherheitszuschauer, Wachdienst. Wir fangen mal an mit dem Wachdienst. Da sind so viele Mechanist-Bots unterwegs, dass wir nicht an Wachposten sparen dürfen. Könnte gut sein, dass der Drecksack schon morgen angreift, um sich unsere Bots unter den Nagel zu reißen. Nein, Lockjaw, das heißt nicht, dass du 3 Bots auf Streife schicken und dich dann hinlegen kannst. Ich will zu jedem Zeitpunkt mindestens 2 lebende Menschen auf Streife und das Gelände und lasst es mich sofort wissen, wenn komische Roboter den Hügel raufkommen. Eway. Okay. Eway wird informiert. Sicherheitstürsteuerung. Tür öffnen. Hallo? Jetzt. Gut. Okay, das ist aktiviert. Wunderbar. Ich speichere nochmal schnell zwischen. Ich kann sagen, irgendwo kommt was raus, aber es war wahrscheinlich nur Dings. Unser Roboter. So, dann laufen wir mal eben schnell runter. Würde ich sagen. Ich muss die Benachrichtigung ausschalten. So. Die Luke öffnen wir und gehen rein. Würde ich sagen. So. Da wären wir. Jet. Gut, Jet nehmen wir nochmal mit. Ich finde es schade, dass ich jetzt so viel zurücklassen muss. Ach Mann, aber es geht nicht. Ich kann leider nichts tragen, ist das Problem. Ach, das ist doof, du. Da kommen wir nicht rein. Das ist auch nicht so geil. Machen wir mal Licht an, ne? Was ist denn hier für einer? Hab mich grad ein bisschen erschreckt, muss ich sagen. Das ist ja ein fieser, ey. Ich speichere nochmal lieber zwischen. Hey, wer ist da?
Oh, da war einer. Das ist ja ein fieser, du. Okay. Ich nehme alles mit, ne? Roboterjäger, Euroschaft, wunderbar. Na. Und. Ich müsste vielleicht auch irgendwann mal die Waffen nochmal verbessern, kann das sein? Oh, sehr schön. Der ist sozusagen pulverisiert worden gerade. Kampfgewehr, Blockgewehr, linkes Bein. Ach komm, heute wäre es nicht. Patron, das nehme ich immer. Ah, ich bin. Oh Gott. Okay, ich muss ja nochmal wieder leider was zurücklassen. Packe ich dann irgendwo, glaube ich, in eine Kiste. Ist, glaube ich, gar nicht so schlecht dafür. Und mir das auf jeden Fall erhalten bleibt, ne? Wo ist denn der? Wo ist denn das? Wo ist denn jenes? Kann ich irgendwie Kuh? Da, so. Hat nicht getroffen, war ja klar. Ich brauche mal ganz kurz irgendwie eine Kiste. Sonst kann ich schlecht weiterkämpfen, muss ich leider sagen. Ich bin ein bisschen langsam gerade. Muss nachladen. Oh Gott. So, die haben wir beide über den Haufen geschossen. Mit ihm hier los. Ada ist gerade out of order. Hi. Sitzt du da oben so frech rum und du hast nicht getroffen von mir aus irgendeinem Grund. So. Einen haben wir noch. Was ist das? Das ist echt der letzte Gegner. Also ein bisschen mau, ne? So. Jetzt muss ich erstmal gerade ganz kurz irgendwo eine Kiste finden, wo ich erstmal irgendwie Schrott reinpacken kann. Moment. Moment, Moment, Moment. Komm, nehmen wir da hinten den Militärrucksack, würde ich fast sagen. Können wir da ein bisschen Kleidung oder sowas reintun? Alles, was wir halt nicht brauchen, ne? Transfer bitte. Hallo? Ich kann doch nicht transfer. Na gut, dann muss ich was anderes suchen. Kann ich hier transfer? Hier kann ich transfer. Okay. Kleidung. Mal gucken, ne? Das kannst du alles. Aber Hundehelm, den kann ich Dings geben. Den will ich eigentlich mit haben. Militärbarett, komm hier, Ballkleid, ey. Roboter Brustteil behalte ich mal. Anzug, schwere Hunderüstung. Wunderbar, können wir die leicht und mittler hier lassen, das ist so wunderbar. Halsschuh brauche ich überhaupt nicht. Was habe ich gerade alles an? Linkes Bein. Nehmen wir das, haben wir das andere linke Bein weg. Auch nicht schlecht. So, wir sind nicht unter dem Wert. Können wir noch irgendwas an Waffen hier lassen, wir gerade nicht benutzen? Komm hier. Impro-Pistole kann weg. Und Kampfgewehr kommt. Das hier kann eigentlich auch weg. Und dann sind wir unter dem Wert. Wunderbar. Das kann wieder weg. Moment kurz. So, ich muss ganz kurz einmal was machen. Ich habe gerade nämlich dieses Jahr echt wieder so schlimm Heuschnupfen bekommen. Und generell gegen Gräser. Oh, ist das widerlich, ey. Heute, dieses Jahr wieder. Ich hatte das nie. Schon seit Jahren nicht mehr. Früher als Kind hatte ich es auch schon. Und jetzt dieses Jahr ist es wieder so schlimm geworden gestern. Es war so widerlich. Ich konnte auch gestern nicht aufnehmen. Deswegen kam gestern auch nichts. Das tut mir leid. Naja, ne? Dafür kommt heute mal wieder Fallout. Ich wollte Fallout sowieso schon so lange einfach weiterspielen. Aber wie das halt immer so ist, ne? Okay, hier kann man eine Tür entsperren. Da war nicht Tür entsperren. Okay, hier. Nehmen wir das. So, nehmen wir doch einfach das. Oh, habe ich nicht gesagt, ich bräuchte eine Power-Rüstung? Guck mal, was hier ist. Wunderbar. Haben wir gleich eine. Sehr schön. Eine ganz tolle Power-Rüstung für uns. Ich freue mich sehr. Ich mache wieder Licht an. Die ziehe ich auch mal wieder. Ich mache ganz kurz die Roboter einmal leer. Die will ich nämlich eigentlich ganz gerne haben, die ganzen Teile. Kronkron, Patronen, Stimpack, Pistole kannst behalten. Okay. Okay, 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 okay. Gehen wir weiter, würde ich sagen. Ey, gib ich. So. Auch noch eine Entsperrentür. Okay, die gleiche. Okay, ist das so die gleiche? Ist das die andere Richtung? Nein. Das ist sofort kaputt gegangen. Wunderbar. Na.
Heute habe ich es auch mit dem Türenknacken. So vielleicht? Ah, perfekt. Okay, wir speichern theoretisch einmal zu kurz zwischen. Ah, was? Jetzt ist hier auf. Ah, nee, ist ein neuer Raum. Ich wollte gerade schon sagen. Okay. Ich nehme keinen Schutzanzug. Das nehme ich mal mit. Das will ich mal haben. So, was haben wir denn? Nö. Ventilatoren nehmen wir mit, wie immer. Ach komm, wenn wir die Flasche auch mit, die können wir bestimmt gebrauchen. Eine Pistole. Huch, da steht gerade was, aber war es nicht. Wollte gerade schon sagen, du. So, haben wir hier. Patronen, Stimpack. Gut, den Rest kannst du auch wieder behalten, den brauche ich jetzt nicht unbedingt. Oh, das ist leer. Na toll. Okay, dann würde ich sagen, dann sind wir hier auch durch, hier oben. Glaube ich, hoffe ich. Weiß ich nicht. Wollen wir mal gucken, wo das Roboterhirn ist. Oder das Roboterzeug, was wir brauchen. Ein Affe. Den nehmen wir wieder mit. Wie schön. Haben wir auch wieder einen. Brauchen wir total doll, ne? Das ist total wichtig, dass wir den haben. Hier sind so Roboterteile. Waffenwerkbank, oh. Befreit, ne? So entwarnen wir jetzt einfach mal. Muss er nicht töten. Ich suche nach einem Radarpeilsender. Nach einem Radarpeilsender? Wie interessant. Da suchen sie ja nach einem sehr spezifischen Teil. Und nach einem typischen Teilesammler sehen sie mir nicht aus. Ich berechne eine Wahrscheinlichkeit von 98,8%, dass sie nach dem Mechanist suchen. Wenn ich recht habe, und für gewöhnlich habe ich das, dann können wir uns vielleicht gegenseitig helfen. Wie könnte ich denn helfen? Wie in aller Welt sollte ich dir helfen? Sie hören mir zu? Wie überraschend. Ich nehme das als Geste des guten Willens und erkläre unsere potenzielle Abmachung. Das wäre gut. Wie kann ich das so einfach wie möglich ausdrücken, damit jemand mit Ihrer Rechenleistung das versteht? Um den Mechanist zu finden, brauchen Sie mehr als nur meinen Radarpeilsender. Sie müssen auch in die Anlage eindringen können. Das könnte ich Ihnen ermöglichen. Aber Sie müssen zwei einfache Bedingungen erfüllen. Zum einen müssen Sie mich so weit wie möglich von diesen Irren hier wegbringen. Zum anderen brauche ich einen neuen Körper. Sobald beides erfüllt ist, gebe ich Ihnen gerne alles, was Sie brauchen. Abgemacht. Wenn sie einen neuen Körper hat, können wir sie immer noch töten, wenn sie uns dann angreift. Machen wir, komm. Sobald wir an unserem Ziel sind, gebe ich Ihnen zu gerne meinen Radarpeilsender als Geste guten Willens. Sehr schön. Und jetzt empfehle ich Ihnen, dass Sie aufhören, mitten im Feindesgebiet herumzutrödeln und uns beide unverzüglich hier rausbringen. Sehr gerne, muss ich sagen. Sehr, sehr gerne. Wie kommt der denn jetzt ganz plötzlich? Okay, haben wir irgendwie... Moment. Inventar. Haben wir hier. Ich habe es gar nicht mitgekriegt. Wahrscheinlich kann ich gar nicht reagieren. Plasma. Splittergranate. Auf welcher Taste habe ich die denn?
Auf 8. Komm, mach mal kurz auf 8. Ja, aber wie kann ich den schmeißen? Ich hab's vergessen, ich bin durch. Ich bin doof. Tut mir echt leid. Lauf doch mal weg jetzt hier. Muss man irgendwie hier weg. Ich treffe ihn glaube ich gar nicht gerade. Stimpack, vielen Dank. Okay, der lebt wieder. Okay, er hat unseren kleinen Freund hier getötet. Unseren kleinen. Das ist unser kleiner Freund, den will ich auch noch kurz looten. Jetzt wo er tot ist, dann kann ich seinen Teil auch weiterverwenden und in Ehren halten. Oh, jetzt habe ich gerade hier. Wollte ich gar nicht. Tschüss. Gehirn, Augenboot, Baupläne. Gehirn, Moment. Das Gehirn will nicht reden. Bring es dazu. Schlagt das Glas ein und steckt eure Hand rein, wenn es sein muss. Die Gehirne geben eindeutig die Befehle. Da muss irgendein Signal in diesem schleimigen Rotzklumpen versteckt sein, das uns zum Mechanist führt. Du hast bis morgen Zeit. Dann suche ich mir jemanden anderen, der es erledigt. Und es wird dir nicht gefallen, wenn ich mir jemand anderen suchen muss. Erledige es einfach eBay. Okay. Machen wir Augenboot. Augenbot. Wir haben jetzt das Gehirn. Zerstört den Augenbot einfach. Ich habe es satt, ständig diese Meldung über den Mechanismus zu hören, der Commonwealth Ring bringen soll. Wahrscheinlich was für ein Haufen Scheiße. Auf jeden Fall habe ich Ideen, wie wir ein paar kranke Mods für das Ding bauen können. Ich möchte, dass du es bis morgen zerlegt hast. eBay. Wie immer. Ich drücke immer Escape, wo es Tab ist. Ich bin doof. Baupläne. Ah, okay, das ist natürlich ein spannender Bauplan. Okay, dann würde ich fast sagen, raus hier, oder? Etwa nicht. Irgendwo da hinten ist er. Wahrscheinlich aber den kompletten Weg zurück. Na gut, kriegen wir auch noch hin. Das ist gar nicht so das Problem. Oder auch nicht. Na gut, dann vielleicht doch die andere Seite. Habe ich schon mal zwischengespeichert? Ich weiß es gar nicht. Habe ich jetzt gemacht. Da nicht. Hi. Der spawnt auch immer einfach wieder. Wow, da wollte ich cool sein und schon gleich rüberspringen, obwohl die Brücke noch gar nicht ausgefahren ist. Naja, ne? Laufen wir den Weg halt nochmal hoch. Manchmal springt er auch nicht. So, was ist hier denn noch? Ach, Schreibmaschinen, die packen wir uns mal in die Hosentasche, ne? Ich trage zu viel. Na, war ja klar. Okay. Dann muss ich vielleicht auch nochmal kurz eine Hilfsmittel. Schrott ist das wahrscheinlich. Hier, komm. Ablegen. Komm, dann sitzt sie wieder weg. Auch nicht so wichtig. So. Hier ist nichts. Na gut. Bumm. Dann muss ich gucken, wie ich erstmal wieder rauskomme. Das ist die große Frage gerade. Okay, der nach da oben läuft wahrscheinlich da. Oder? Etwa nicht. Was ist denn mit hier? Achten Sie auf die Stolperdrähte. Ich würde den Tag gerne intakt überstehen. Ja, entspann dich. Nimm. So, muss auch mal gefährlich leben, ne? Würde ich fast sagen. Okay. Was ist das denn hier? Sicherungen sind immer gut. Na, Jet nehmen wir auch wieder mit. Okay. Lass noch die Zeit achten, weil ich gleich noch weg muss. Und ich die Folge von noch schneiden muss, möchte, will. Ja, ein bisschen Zeit auf jeden Fall habe.
Okay. Ein Tresor. Dann wollen wir mal. Ah, perfekt, das war doch hier. Patron, Klebeband, Plastik, lalalala. Ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Nochmal ganz kurz die Transfer. Haben wir irgendwas, was wir hier da reinhauen können? Wie brauchen wir denn? Ach, nur einen. Okay, dann haben wir hier irgendwie bestimmt. Hier, komm, tschüss. So. Was zum Teufel war das? Was haben wir hier? Von Ivan Lias. Liest. Von eBay liest das. Okay. An den, der die Highscore gelöscht hat. Ich finde dich und reiß dir den Kopf ab, bis einer von euch zugibt. Hände weg vom Terminal. Okay. Punkte? Was ist das denn? Achso, keine Ahnung. Band abspielen. Automatron. Start Game. Okay. Ah. Deswegen Highscore gelöscht. Ah, okay. Oh. Oh, da oben war auch was. Okay, verlassen. Ja. Hallo? Yes. Okay, haben wir noch was? Nee. Auswerfen. Automatron hinzugefügt. Verlassen. Das will ich ja wohl haben, das Spiel, ne? Das ist ja wichtig, wenn wir das, dass wir das haben. Oh. Hallo, ich habe nur euer Band geklaut. Ich danke. Ist nichts los. Ich speichere mal kurz zwischen, ne? Nicht, dass das Band gleich wieder weg ist. So. So, einer ist schon tot, der andere jetzt auch. War da gerade noch einer? Hm. Gehen wir einfach mal los. Looten die einmal schnell. Ich glaube, wir haben auch gerade mal Roboter-Mods eingesammelt, ne? Kann das sein? Fett, wo ist denn der? Wo ist denn der? Erstmal ist von hinten auf jeden Fall. So ein scheiß Ding. Ach, wie bist du? Oh, gut, das kannst du behalten. Das brauchen wir nicht. Oh Gott, bin ich. Oh Mann, ey. Jetzt habe ich gerade auf Aufnahme stoppen gedrückt. Es tut mir leid. Ich bin doof. Falsche Taste. 1, 2. Klar werden wir das. Siehst du? Ich habe gerade aus Versehen statt Schnellspeichern auf Aufnahme stoppen gedrückt. Ich bin voll blöd. Okay. Wir laufen mal hoch, würde ich sagen. Oh, hi. Das kann weg. War richtig knapp jetzt. Alter, das war richtig knapp. Ich speichere nochmal ganz kurz zwischen und nicht Aufnahme stoppen drücken, ne? Das ist immer ganz wichtig. Ist sonst doof. Ach, muss ich leider. Ich bin nämlich voll, wie immer. Kleidung. Na komm, lass den scheiß Chemieanzug doch einfach hier. Was soll ich damit? Sonnenbrille brauche ich auch nicht. Okay, wir sind wieder unter dem Wert. Wunderbar. Gehen wir einfach los, würde ich fast sagen. Gucken wir mal, dass wir hier irgendwie rauskommen. Ist, glaube ich, die beste Möglichkeit. Das können wir öffnen. Das können wir auch kurz sagen. Einfach. Auf meiner begrenzten Erfahrung mit dir schätze ich unsere Chance, hier rauszukommen, auf 65%. Nicht optimal. Mehr Anstrengung würde vielleicht die Chancen erhöhen. Okay, Kryogranate, Raider X, Löscher. Ich trage zu viel, ich kann wieder nicht rennen.
Okay, ich muss, glaube ich, diesen Löscher langsam irgendwie mal. Oder mal den Löscher hier wegschmeißen. Schrott. Ist hier bei einer Löscher? Da ist der Löscher. Tschüss. Tschüss, Löscher, würde ich fast sagen. Den brauchen wir jetzt nicht unbedingt. Das ist die, die mir den Kopf abgerissen hat. Jetzt reißen wir ihren ab. Das ist nur fair. So. Hier ist aber uns absolut nichts, ne? Nein. Hä? Hi! Alter. Boah, ich will die Knarre haben. Kannst du bitte aus dem Anzug da rausgehen? Den möchte ich eigentlich auch ganz gerne haben. Ja, die grillt mich hier voll. Immer auf den Kopf, du. Immer auf den Kopf. Jetzt hast du keinen Helm mehr. Jetzt bist du gleich ganz schnell down. Sag ich doch. Wenn ich einen Körper hätte, hätte ich sie selber getötet. Nun denn, dann ebenso. Gut gemacht, Mensch. Die T60 zeugt immer auf jeden Fall mit. Oh, die Lederkombi, die kann sie behalten. Okay. Jetzt ist das Problem. Wir tragen wieder zu viel. Okay, einmal ganz kurz die Waffen. Was haben wir denn da gerade gekriegt? Moment. Hier. Tesla-Gewehr. Will ich mal kurz ausrüsten und heute mal natürlich auch ganz kurz mal die Favoriten mal auf 9, damit ich die irgendwie da drin habe. Okay. Das ist, Müssen wir auf jeden Fall mal gucken. Wo lang muss ich? Ich muss da lang. Okay. Ich trage zu viel, ich kann nicht rennen. Ach Mann, ey, ist ätzend. Okay, wir packen hier mal ganz kurz irgendwie wieder was rein. Waffen. Nochmal irgendwie Waffen hier, was wir da reinschmeißen können. Ich glaube eher nicht. Nee, den will ich doch behalten. Obwohl. Ach komm, kannst behalten. Was soll ich damit denn? Die 60 Zeug behalte ich auf jeden Fall. Hilfsmittel. Eigentlich gigantischer Schrott einfach mal hier. Komm. Alter, ich wiege echt zu viel. Ich lage hier einfach mal alles ein. Wir müssen dringend, dann müssen wir wiederkommen und hier auf jeden Fall. Oh, das war natürlich doof. Mein Inventar, meine Waffen. Komm, die kann auch hier theoretisch rein. Wir müssen hier wieder herkommen und auf jeden Fall die ganzen Sachen nachholen. Schlagring. Minen packe ich hier mal ganz kurz rein. Sturmgewehr. Ja. Okay, das behalten wir dann erstmal soweit. Und dann muss ich hier dringend auf jeden Fall wieder herkommen und das ganze Zeug abholen. Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Okay, jetzt kommen wir hier wieder raus. Wie es scheint, Sicherheitszustörung. Tür öffnen. Hallo? Okay, wir sind relativ am Anfang. Das ist ganz gut. Das heißt, wir können auf jeden Fall dann das ganze Zeug noch abholen kommen. Würde ich sagen. Ich glaube, das ist hier hoch, ne? Oder? War das nicht hier hoch? Ich glaube, das war hier hoch. Ich glaube, das war hier hoch. Ja, perfekt. Wir sind wieder draußen. Wunderbar. Würde ich sagen, das ist wunderbar. Und wir haben es noch gar nicht so spät. Das heißt, ich schaffe es noch irgendwie, keine Ahnung, irgendwas zu machen gleich. Aber wir müssen noch schneiden. Aus diesem Loch. Glauben Sie bloß nicht, dass Sie schon fertig sind. Ich kooperiere erst, wenn Sie einen Körper bringen, der meinen Standards entspricht. Ja. Ich hätte dich auch einfach töten können, ne? Also so was noch im Hinterkopf wälzen. Aber weitergehen tun wir dann erst in der nächsten Folge von Let's Play Fallout 4. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und danke fürs Zusehen.